Hey Leute, hier habe ich euch jetzt die Zestra, Dual Zestra und Secura Dual Zestra mitgebracht. Alles drei absolut brauchbare Waffen, alle drei kann man theoretisch bis Level 150 spielen, kein Problem, aber bei allen drei würde ich es euch eigentlich nicht empfehlen. Level 80 ist mit der Waffe richtig gut, Level 150 ist noch okay, aber es gibt ein paar Sachen, die jetzt nicht so pralle sind. Vergleichen wir erstmal die drei Waffen, dann sehen wir, dass die Dual Zestra schlechter ist als die Secura Dual Zestra. Und wenn wir dann weiter vergleichen, dann sehen wir einfach noch, dass die Zestra eigentlich nur eine Dual Zestra, nochmal von vorn. Wenn wir jetzt die Dual Zestra mit der normalen Zestra vergleichen, dann sehen wir, dass die Unterschiede wie immer eigentlich nur in der Feuerrate, der Genauigkeit, dem Magazin und der Nachladegeschwindigkeit liegen. Also kein nennenswerter Unterschied, von daher ist die Secura Dual Zestra die beste Wahl von den drei. Und zusätzlich haben wir noch einen Syndikatseffekt, der uns relativ egal ist, aber den ich trotzdem erwähnen sollte. Nämlich einen Strahlungs-AOE-Effekt, der 1000 Strahlungsschaden macht und alle Gegner von dem Strahlungseffekt betroffen macht. Also nicht verkehrt, aber nichts, womit man planen darf. Ich habe für euch ein Bild vorbereitet. Ach ja, alle drei Waffen haben eine 5er Raven-Disposition und dieser Bild sieht so aus, den kann man aber abändern. Die Mods, die ich drin habe. Laufströmung, tödlicher Schwall und Hornissenstich. Zuckung, Pathogenprojektile, Ruck, Pistolenpestilenz und dann der letzte Mod ist absolut flexibel. Gerade habe ich drin Auge Pakt für den maximalen Schaden, wobei ich schon eigentlich eher zu ruhiger Hand tendieren würde. Wir könnten aber auch komplett andere Mods reinmachen oder wir könnten auch mal versuchen, unsere Genauigkeit zu erhöhen, zum Beispiel durch anzielendes Teilsystem. Kann man auch machen, muss man halt eben wissen, was man haben möchte. Warum brauchen wir das Ganze? Als erstes mal schauen wir mal, wie die Waffe streut. Also die streut ohne Ende. Und gleichzeitig achtet mal hier auf den Rückstoß. Also da groß zu zielen, kann man eigentlich vergessen. Wenn ich jetzt ruhige Hand reinmache, was sogar meine erste Wahl wäre, können wir zumindest den Rückstoß einigermaßen vergessen. Aber die Genauigkeit ist immer noch im Keller. Müsst ihr halt für euch selbst entscheiden, was ihr da drin haben wollt. Ich mache jetzt zum Testen Auge Pakt rein, um den höchsten Schaden zu haben, damit ihr nur seht, was die Waffe theoretisch kann. Aber naja, müsst ihr halt für euch selbst entscheiden. Wir starten mit Gegner Level 80, springen dann aber direkt auf Gegner Level 150. Beides ist machbar. Nur Level 80 funktioniert ganz gut, Level 150 ist noch okay. Also der Grund, warum die Waffe so brauchbar ist, ist einfach der, dass wir eine super schnelle Feuerrate mit einem großen Magazin und vielen Statuseffekten haben. Und deshalb kann man diese Waffe in diesen Levelbereichen noch benutzen. Hätten wir jetzt nicht die Statuschance, könnten wir es vergessen. Aber was ihr auch gerade gesehen habt, meine Munition war fast aufgebraucht. Das bedeutet Carrier. Klar, dass es gegen Korpus jetzt nicht optimal ist mit einem Korrosionsbild. So, absolut brauchbar. Es gibt sogar ein paar Leute, die spielen Mech Bullet Attractor mit dieser Waffe. Kann ich euch natürlich absolut gar nicht empfehlen, aber es ist machbar. Es ist machbar. Also was haben wir gesehen? Man kann diese Waffe bis Level 150 benutzen, auf jeden Fall.
ich würde es euch eigentlich nicht empfehlen, weil ihr dürft eine Sache nicht vergessen. Wie nah bin ich gerade an den einzelnen Gegner rangegangen, damit ich ihn getroffen habe? Ich habe ja wirklich schon in seinem Gesicht gesessen, damit das funktioniert hat. Was ist das für eine Entfernung? 14 Meter. Das ist jetzt ein realistischeres Ergebnis. Und hier sieht man es jetzt, wie extrem der Rückstoß war und die Streuung. Also da hat man dann wirklich Probleme gehabt, den Gegner jetzt mal zu treffen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den ruhige Handmod reinmache, wird das wieder um einiges angenehmer zu spielen sein. Ich möchte euch nur die ganzen verschiedenen Alternativen mal kurz gezeigt haben. Mein Damage ist zwar jetzt theoretisch niedriger, aber trotzdem habe ich mit einem Magazin genauso viele Schüsse, genauso viel Leben abgezogen wie vorher. Aus dem ganz einfachen Grund, ich treffe jetzt mit mehr Schüssen. Also, ruhige Hand ist kein Mod, den ihr einfach jetzt vernachlässigen sollt. Sobald ihr mehr als 3, 4, 5 Meter vom Gegner weg ist, ist ruhige Hand wahrscheinlich eure beste Wahl. Ich wollte es euch jetzt nur mal gesagt haben. Ich habe drin gehabt Auge Pack, weil ich wirklich so nah rangegangen bin und ich sage euch immer wieder, passt euch euren Bild so an, wie ihr ihn gerade braucht. Das muss zur Spielweise passen. Bin ich mehr als 2-3 Meter vom Gegner weg, dann mache ich ruhige Hand rein. Kann ich direkt in sein Gesicht schauen? Auge packt. Gut, ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis bald.